sehen wir uns wieder. Und dieses Mal wird Da Vinci dich weit in die Zukunft schicken. Bist du bereit, durch die Zeit zu reisen, Skylander? Krokko sagen, los geht's, Skylander! Hey, alles klar! Da Vinci schickt dich jetzt in die Zukunft, um diesen fiesen Wolfgang aufzuhalten. Halte bitte still! Was ich meine? Gar nicht gut. Du musst den Wolfgang aufhalten und ihn in die Gegenwart zurückbringen. Wie eigentlich die Vergangenheit ist. Doch, vor Zeitreisen sind zu verwirren. Was? Hast du was gesagt? Tut mir leid, aber nach dem letzten Soundcheck höre ich so gut wie nichts mehr. Die werden immer lauter, weißt du? Ist ein echt netter Retro-Look, den du da hast. Und sag mal, bist du so eine Art Held? Nee, das sind die besten Neuigkeiten, die ich heute gehört habe. Hab aber auch nicht wirklich irgendwas gehört. Bei all dem Krach. Hey, vielleicht kannst du uns helfen, Wolfgang und seinen großen, bösen Brüder loszuwerden. Pass aber auf seine Wachen auf. Die sind noch unfreundlicher, als sie aussehen. Ich weiß genau, was die Skylands in diesen Zeiten der Unterdrückung und Hoffnungslosigkeit brauchen. Eiscreme. Und die verkaufe ich. Nur leider habe ich keine Kunden. Ich brauche Werbung. Vor langer Zeit lebte ein Rage-Mitch, der beste Marktschreier der Branche war. Er war so gut, dass man sagte, er könne Eiscreme in der Zukunft verkaufen. Wenn du ihm begegnest, sag ihm, er soll vorbeikommen, damit wir rausfinden, ob die Gerüchte wahr sind. Bombshell! Bombenios! Bombshell meldet sich zum Dienst. Danke, dass du mit dem Zeitentaxi fährst. Das Taxi von morgen schon heute. Das Ziel erreicht. Danke, dass du mit dem Zeitentaxi gefahren bist. Ah!
Stufen aufstieg. Buch der Rekorde, aber es waren alles meine. Also nicht nur die Rekorde, sondern auch die Bücher. Oh, es fühlt sich gut an, endlich wieder zu lachen. Danke, dass du mit dem Zeitentaxi fährst. Das Taxi von morgen schon heute. Sag mal, hast du Wolfgang gesehen? Ich weiß, er ist nicht mehr unser Imperator. Hurra, sag ich. Aber wir sind in einer Lage, aus der nur er uns befreien kann. Man muss dazu diesen Vakuumdruiden benutzen, um eine ständig wachsende Armee wütender Kobolde zu fangen. Das klingt nach Spaß und ist obendrein total wichtig, um unser bekanntes Universum zu retten. Thank you.
Zeitentaxi gefahren bist.